Wir von Wir probieren haben uns Gedanken darüber gemacht, was sind eigentlich unsere Lieblings-Energy-Drinks. Und wir könnten uns natürlich das einfach machen und haben aber dann gesagt, okay, wir nehmen weder Red Bull, noch Rockstar, noch Monster oder alles, was damit dranhängt, also Coke, PepsiCo und so weiter. Genau. Weil das wäre einfach, das wäre zu einfach, weil dann wäre die ganze Reihe mit 8 Rockstars voll. Genau. Und deswegen zeigen wir euch jetzt unsere Top 12 Energy Drinks, die weder Red Bull, Rockstar noch Monster sind. Unsere Nummer 13, das Ende unserer Top-Kette. Da waren wir uns lange uneinig, weil gerade da hintenrum, was nimmt man mit rein, was lässt man weg, weil da, das ist so gerade die Schwelle zu schlecht. Ich würde doch nicht mal sagen schlecht, ja, 13 ist eigentlich immer noch relativ einengend. Also wir haben trotzdem auch viele, haben es nicht in die 13 geschafft, wo wir immer noch trotzdem sagen würden, die empfehlen wir und die sind immer noch gut. Ja, ja, natürlich. Aber eben nicht gut genug im Vergleich zu den anderen. Genau, und deshalb ist unsere Nummer 13 Fire of Istanbul. Genau. Warum 13? Ein Grund wäre für mich auf jeden Fall auch, weil er halt auch noch einen Hauch von dem Red Bull-Klon mit drin hat. Er ist relativ nahe noch am Red Bull-Klon dran, richtig. Aber er ist eben, er setzt sich von allen anderen Red Bull-Klonen durch die Erdbeere ab. Oder allgemein auch von vielen anderen, allgemein durch die Erdbeere. Egal ob Red Bull-Klon ist oder nicht, weil es gibt ja kaum Erdbeere. Genau. Und das ist wirklich, da eben der Red Bull-Klon an sich sehr massentauglich ist, ja. Und Erdbeere auch. Haben wir gesagt, okay. Der kommt auf jeden Fall mit rein. Der kommt auf jeden Fall mit rein. Aber weiter kommt er nicht, weil dafür ist er nicht fancy und nicht gut genug. Genau, dazu ist er nicht individuell genug, weil das war für uns auch ein Kriterium. Individualität. Es muss individuell sein. Was anderes eben, ne? Marktlücke. Unsere Nummer 12. Gold Dubai. Dubai. Aus dem einfachen Grund auch relativ weit hinten, weil er auch wieder, ja, sagen wir mal, ein Spalterprodukt ist, aber er geht in die Richtung Ananas, er ist was Eigenes, er ist definitiv, also mir würde jetzt so nichts einfallen, was in die Richtung von Gold Dubai geht. Aber auch vom Designer gehört auf jeden Fall in die 12 mit rein, weil er auch minimalistisch, aber trotzdem schön ist. Was für mich noch ein Grund wäre, ihn relativ weit hinten einzuordnen, ist auch noch der Preis, weil es rechtfertigt sich trotzdem nicht wirklich. Also klar, es ist vielleicht ein Stück weit ein Premium-Produkt, aber und ich lasse normalerweise auch den Preis aus Rankings eigentlich mit raus. Ja, so teuer war, also der war halt normal preisig. Ja, aber er ist dann doch nicht fancy genug, als dass er dann auch diesen Preis in irgendeiner Form rechtfertigt. Das stimmt. Unsere Nummer 11. Unsere Nummer 11 ist Terra One. Terra One. Seit unserer Terra One-Folge hat uns der einfach überzeugt, weil er eben auch wieder von einer ganz anderen Richtung herkommt. Er ist zwar relativ bitter und schmeckt dadurch überhaupt nicht wie ein normaler Energy Drink oder wie man das so gewohnt ist. Aber gerade das war eben für uns entscheidend, dass wir gesagt haben, okay, der kommt mit rein. Und ja, er ist eben etwas sehr Individuelles. Ja, genauso wie der Gold Dubai. Sie lagen auch sehr nah beieinander. Also da haben wir echt, wie machen wir es jetzt? Aber sie sind beide minimalistisch. Der geht aber noch eine Stufe weiter. Und deswegen ist er auch vom Designer für mich auch noch eine Stufe besser wie der Gold Dubai. Und geschmacklich kann man sie sowieso nicht miteinander vergleichen. Von daher, nee, das nicht, aber er ist auf jeden Fall gerechtfertigt in den Top 12. Ja, definitiv. Die Top 10. Auf der Nummer 10 ist Doc Weingart. Doc Trinke. Unslaved. Eigentlich kein Energy Drink, wenn man so möchte. Richtig. Weil kein Taurin drin ist und es bezeichnet sich auch nicht als Energy Drink, ist aber letztendlich trotzdem einer, hat wesentlich weniger Zucker. Auch von den Inhaltsstoffen ist er eigentlich eher Richtung Energy Drink einzuordnen. Ja, ja, aber er hat eigentlich weniger Zucker und deswegen ist er ein Punkt, er schmeckt nach Pink Grapefruit, ist auch mehr in die Richtung bitter, also aber geschmacklich gar nicht mit irgendwas zu vergleichen. Nee, geschmacklich eher sogar in so eine Zitruslimo geht er eher in die Richtung. Und dadurch hatten wir ja in unserer Pilotfolge hatten wir den Doc mit drin, und richtig. Seitdem, er blieb eben so im Gedächtnis, dass wir gesagt haben, den nehmen wir mit rein. Numero 9. Pussy! Der Pussy Energy Drink. Genau, haben wir hier. Der hat uns einfach in der Pussy-Folge überzeugt, weil der einfach auch. Die Geschmacksabmischung war einfach unglaublich interessant. Genau, diese Mischung aus Litchi, kräuterig, Hauch von Traube, nicht viel, aber war auch noch mit da. Schöne Abstimmung, hat gefallen. Und es gibt einfach auch nichts, was so ist. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, der muss auf jeden Fall mit rein. Nummer 8. Transatlantic Blow.
Auch wie schon viele der bisherigen hatten wir den ja auch schon in einer Folge und der hat uns insofern überzeugt. Der ist zwar geschmacklich jetzt nichts besonders Außergewöhnliches. Der ist halt. Sagen wir so, es gibt extrem viele, die mit Zitrus auffahren. Ja. Aber keiner, der so extrem Zitrus macht wie der. Ja, und der ist wirklich extrem Zitrus. Der ist säuerlich und zwar wirklich säuerlich. Richtig sauer. Und aber es gibt einfach zu wenig Sauergetränke und er ist aber auch nicht übersäuert. Und der trifft das eben genau. Der trifft genau die Grenze, denn diesen ganz schmalen Grad zwischen zu sauer und richtig gut sauer. Genau. Und deswegen bleibt er auch im Gedächtnis und gefällt einfach. Nummer 7, der Alpenjodel. Genau, Alpenjodel hat uns einfach deswegen überzeugt durch diese kräuterige Art, was auch so ein bisschen in Richtung Almdudler geht, was auch eben wieder sehr untypisch ist für einen Energy Drink und auch dieses leicht minzige. Das und natürlich dieser Patriotismus, der ein bisschen mitschwebt. Wir sind natürlich nicht von den Alpen, aber die Idee dahinter ist natürlich immer schön. Ja. Und setzt sich dadurch auch ab. Ja. Und deswegen ist der einfach mit drin. Nummer 6. Die Nummer 6 war sehr schwer für uns, weil die Getränke relativ nah beieinander sind geschmacklich. Deswegen haben wir gesagt, wir machen einfach alle dreifach geteilt. Alle drei auf den Platz 6. Einmal Ständer, einmal Weihwasser und einmal Sexergy Lemon Lime. Die beiden relativ stark beieinander. Die haben uns beide in ihrer Folge jeweils überzeugt. Einfach durch diese Abmischung aus sowohl Zitrus wie auch Minze und der Ständer durch die reine Minze. Ja, und also die hier lag natürlich mehr bei der Lemon. Das hier war mehr die beides und das war mehr Minze. Das war mehr Zitronenminze. Das ja. War wirklich Lemon. Sehr nah beieinander, deswegen auch geteilt, aber gehören alle drei dann eben doch irgendwo rein. Also geteilter Platz. Passt. Nummer 5. Hype Energy Organic. Ja, hat uns damals in der Hype-Folge einfach auch direkt geflasht. Ja. Und der war eben so weit mit vorne, weil das einfach gar nichts bisher. Also der hat einfach alles übertroffen, was bis da war. Ja, der Witz ist, du kannst es auch fast nicht mit irgendwas wirklich Natürlichem vergleichen. Nein, es ist das ist der Witz. Er heißt Organic, aber es ist absolut unnatürlich. Aber der Geschmack ist einfach... der hat einfach was. Ja. Der hat das gewisse Extra. Und ab jetzt sind wir auch so in der Sparte drin, wo wir sagen, die haben immer alle das gewisse... Etwas. Diesen Faktor X, wo man sagt, das kann man nicht umschreiben. Die sind einfach so gut. Nummer 4. Koks. Und Nutten. Hat es leider nicht in die Top 3 geschafft, war aber auch in der damaligen Folge einfach so, dass wir gesagt haben, der ist einfach eine Klasse für sich und der überzeugt einfach. Das Interessante an Koks, finde ich, ist auch, dass es, obwohl es eigentlich preislich oder ja, eigentlich kein Premium-Energy ist, macht da trotzdem so viel her, dass es einem so vorkommt, als hättest du ein Premium-Energy in der Hand. Und er ist einfach auch speziell vom Geschmack her, vom Gefühl her, wie du es trinkst, hat es was Spezielles. Ja. Und dementsprechend ein verdienter 4. Platz für Koks. Platz Nummer 3. Wir kommen zu unseren besten 3 in unserer Top 12. Platz Nummer 3. Da haben wir uns echt schwer gemacht. Auf der einen Seite, wie unterscheidet man dort? Im Endeffekt geht es jetzt darauf hinaus, dass wir nur noch nach persönlichem Geschmack einfach gehen. Ja, es geht nicht mehr anders. Es ist einfach, hier ab jetzt, ab da ist es extrem persönlich. Ja? Vorher konnte man argumentieren, jetzt ist es einfach nur noch persönlich. Und deswegen sind bei uns gleich 2 auf Platz 3 geteilt. Platz 3, nämlich einmal Naturell Energy Blueberry und Naturell Energy Citrus. Die haben wir deswegen auch auf den Platz genommen, weil sie eben von der gleichen Marke sind. Sind beide für sich einfach sehr, sehr gute Produkte. Für mich ist der hier nämlich ganz klar, der ist nochmal eine Stufe besser als zum Beispiel der Rockstar Blueberry, nee, wie heißt der? Xdurance. Und das hier ist auch nochmal einfach ein Produkt für sich. Ein sehr, sehr guter Zitrus-Energy-Drink. Und vor allem ein guter Zitrus-Mix, also ist ja nicht mal das Besondere. Ja, ein guter Zitrus-Mix auch. Also nicht nur Zitrone, sondern auch wirklich verschiedene Zitrusfrüchte. Und gut abgestimmt innerhalb von sich. Und was hier auch halt mitspielt, ist der Preis. Die sind halt einfach scheiße billig. Und für dieses Geld, diese Qualität, ist der Wahnsinn. Genau, ein verdienter dritter Platz. Nummer 2. Da-da-da. Freiwild. Was genau nimmt eigentlich auch kein Energy Drink, weil es heißt Natural Caffeine Drink. Richtig. Aber er hat fast die volle Dosis
Koffein. 31,5. Er hat etwas weniger Zucker, hat kein Taurin drin, aber nichtsdestotrotz geschmacklich wirklich top. Und gerade weil er kein Taurin drin hat und weil er etwas weniger Zucker hat, das war auch für mich zum Beispiel. Es kommt die Fruchtnote einfach viel besser durch. Die Fruchtnote kommt wesentlich besser durch. Und es ist vor allem dadurch, eine natürliche Fruchtnote. Eine natürliche, nein, und vor allem, was ich gemerkt habe, es ist zwar jetzt, sagen wir mal so, der Geschmack von Hype oder sowas oder von Koks, der würde mich klar mehr flashen als das, aber dadurch, dass der Geschmack so natürlich, so basisch ist, also so, nicht basisch, also der ist halt einfach gehalten. Ja. Dadurch, ich hole ihn mir immer wieder, jedes Mal, wenn ich am Regal vorbeilaufe, ach, ein, zwei Dosen nehme ich mit. Geht mir genauso. Und also wenn ich ihn sehe, ich greife immer zu. Und das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass es einem immer wieder gefällt und auch in Zukunft noch weiterhin immer gefallen wird. Genau, und das war für uns eben der Punkt. Und der ist eben einfach immer gut und er hängt einem nicht zum Hals raus. Es ist eher wie so eine Art Fruchtschorle. Man kann es einfach auch normal trinken. Und das war für uns die Rechtfertigung für Platz 2. Platz Nummer 1 unserer Top 12. Da haben uns... Eigentlich sind wir recht schnell drauf gekommen von Anfang an, was auf Platz 1 kommt. Ja, sagen wir mal so. Wir hatten die Platz 1 eigentlich schon, bevor wir überhaupt wussten, dass wir 13 reinnehmen. Ja, es war nur die Frage, wie rechtfertigen wir das? Richtig. Aber er hat uns einfach seit der Folge einfach direkt geflasht. Wir haben es auch, wer die Folge gesehen hat, konnte es erahnen. Es ist Sexergy Peach Tangerine. Der ist einfach der Wahnsinn. Der ist einfach der Wahnsinn. Der ist der Oberburner. Also es gibt ja diverse Pfirsichgetränke auf dem Markt und Eistees und Scheiß. Aber keine, die so geil schmecken. Keine, die so gut sind, die aber trotzdem so natürlich schmecken. Der war ja auch extrem natürlich. Ja. Und war gut abgemischt mit der Kohlensäure. Die ist Layout Sexergy typisch rein, aber gut. Und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. So, hier habt ihr nochmal unsere Top 12 aufgelistet oder hingestellt. lasst uns wissen, wie ihr das Ganze seht. Also, was für euch die Top 12 sind. Wie gesagt, unter der Berücksichtigung nicht Red Bull, nicht Monster und nicht Rockstar und alles, was damit zusammenhängt. Also auch nicht zum Beispiel in den USA Crunk, AMP, die ganzen großen. Oder Relentless oder was auch immer, wenn alles mit reinfällt. Sondern eben die unbekannteren, die kleineren. Die Underdogs. Die Underdogs. Die Underdogs. Ja. Get it? War schwierig. Aber ja. Das sind wirklich die uns... Wo wir regelmäßig zugreifen, immer wieder aufs Neue. Und die uns einfach überzeugt haben im Laufe unseres Projektes. Ein, zwei Tests, die wir gemacht haben. 100. Ja. Wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben sollten, eurer Meinung nach, wie gesagt, ballert's drunter. Und ansonsten sagen wir nur noch... Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und adios. Kleine Erklärung, was ist 12? Eine unbestimmte Zahl zwischen 11 und 15, meist ungerade. Ja. Also.